So, Dala, Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Pokémon Heart Gold. Wir schauen erstmal, die Bälle brauchen wir ja nicht mehr. Also kann ich die alle verhökern, die haben einen guten Job gemacht. Wir werden eh nur noch in Kämpfe ziehen. Dafür brauchen wir jetzt erstmal Heil-Items wie blöde. Beleber habe ich 30, die reichen mir hinten und vorne nicht. ...65 Beleber klingt schon mal gut. Ah komm, machen wir 66, weil wir es können. Und jetzt machen wir uns auf in die Liga. Ja, ich weiß, dass da die Top 4 warten. Danke, erzähl mir mal was Neues. Zeit für die Rematches. I'm back. Ich weiß, dass du Willi bist und ich weiß, dass du dir ein jodelst. Und dass du dich immer noch... Und dass du psychosexuell bist. Danke, wissen wir. Fängt erstmal schön an mit einem Bronzong. Brenn, Bronzong, brenn. Was habe ich denn diese Brennerente? Richtig. Dass er Bumsfallera macht. Immer schön alles abflammen. Und weil aus dem Kräut machen wir ein schönes Bratwerkel. Oh, ich hätte so Lust auf ein Bratwerkel. Zeig doch! So, Magma ziehen wir jetzt erstmal zurück. Sching, sching, sching. Ja, dann nutzt er erstmal den ersten Trank. Das soll er machen. Das soll er tun, was er nicht lassen kann. Für was habe ich denn Blade-Testing drauf? Das hat Step, das hat eine höhere Crit-Chance. Reflektor, Reschmektor, sag ich wohl immer. Legt er schon mal los wie die Feuerwehr. Ein Gardevoir! Weil es hat nämlich, deswegen nehme ich auch lieber Glückspilz, weil Glückspilz gibt mehr Bumsfallera. Da wäre ein Crit ein Overkill gewesen. Konzentriert sich auf Blade-Testing, können wir machen. Dementsprechend gehen die Kämpfe auch ziemlich schnell von der Hand. Und ich habe aber auch offscreen die Top 4 ein paar Mal zum Grinding genutzt. Und Lobos.
Weil solange Absurd raus ist, besteht immer die Chance, dass das ein Crit-Fest wird. Und es wurde ein Crit-Fest! Weil über Range kannst du alles killen. Not, not. Psycho-Pokémon. Ja, ja. Schön. Und adios, amigos. Und Willi wurde besiegt. Ja, schön. Ich weiß, dass ich dich geklatscht habe. Danke. Dafür bin ich ja da. Und rinne eine gute Stube. Ach, Koga. Hab gehört, deine Tochter soll einen guten Job machen. In der Arena. Nicht. Wäre Koga doch nur Arena-Leiter geblieben. Aber Koga will ja unbedingt in die Top 4. Festhalten, Erdbeben. Da bin ich froh, dass ich es mir ja erstmal buddel, 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 balala. ja, das war mal zwei. Tschüss, Skunk-Tank. Hat sich ausgestungen. Und Toxic-Quark. Und nicht der Frosch. Hat zwar Step auf Kreuzhieb, aber ich hoffe, Relaxo kann steffen. Ja, gerade noch so. Weil Toxic Quark ist auch eine ziemliche Glaskanone. Siehe mein Absol. Aber jetzt, wo wir davon reden, wer kommt gleich wieder? Richtig. Mister, ich kritte, oder in dem Fall Mrs., ich kritte alles weg. Okay, wir können es auch übertreiben. Danke, ich weiß jetzt schon, was auf Vorschaubild stehen wird. Mod. Man kann ja seine Gegner auch overkillen. Kacke Butchen. Ja, manchmal gibt's so Tage auf Arbeit, da denke ich mir, Alter, ich wünschte, ich könnte Kacke Butchen. Ohne irgendwelche Effekte. Boah, nee, jetzt geht der Spaß auch noch daneben. Und schon wieder daneben. Ich hasse Doppelteam. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich Doppelteam hasse? Genau deswegen ist die Attacke auch im Competitive Gaming verboten. Yep, das wird.
Ja, erstmal eine schöne Matschbombe. Boah, lass noch mal treffen. Wenn nicht, dann haben wir Absol erst mal eine Weile verloren. Na, ja, das war's erstmal mit Absol. See you later, Alligator. Genau das hasse ich, wenn die Fähigkeit rauskommt. Dann müssen wir es über Surfer regeln. Der Surfer ist eine Feldattacke. Im Notfall muss ich mir nämlich einiges wiederholen. Oh, Moment, ich spule mal kurz ab. Ich mache einen Schnitt, bis das Pokémon besiegt ist. Bis gleich. So, Dala. Nach einer Ewigkeit und etlichen Pokémon-Verlust konnte Schluckwecht geschlagen werden. Sorry für den kleinen Audio-Cut, für den kompletten Cut. Aber das wollte ich euch einfach nicht antun. Dann müssen wir nicht nach dem Part sowieso Taubos wiederholen, weil ich mache nach dem Part erstmal groß heile. Und dann im nächsten Part, wenn ich nach dem Kampf werde ich den Part beenden und im nächsten Kampf werden wir dann die anderen von den Top-Vieren angreifen. Satzinia war jetzt Kanonenfutter. Absol. Weil das nämlich in der Zwischenzeit dann auch gefallen, leider. Und da fliegen gestabbt ist und das weh tut. That's gonna hurt. Wenigstens kann ich die Gelegenheit nutzen, um Absol wiederzuholen. Weil wenn das runterkommt, kann Reaxus nämlich gleich mit einer Stärke abschießen. Deswegen die Macht der Stärke. Vor allem, wenn sie gesteppt ist. Deswegen hole ich erstmal Absol in komplett vollem HP-Zustand wieder. Schankedön. Ja, ist gut, da hat natürlich wie tun. Botlaner kennen und hassen diesen Trick. Mod. Du hast mir Ärger eingebracht in dem Part. Und jetzt stirb! Du blöde Riesenmotte.
auf dass die Motte nicht mehr wiederkommt. 129 HP, ja, und das ging ein Slimer, was Angeberei kann. Nur noch eins, ja, ja, schön für dich. Bäh, Komprimator. Und jetzt wertet es auch noch ab. Ich habe keine Lust, das zu skippen. Nicht schon wieder. Ja, Komprimator-Angeberei, wir kennen den Trick. Luluwe. Jungler hassen diesen Trick. Alter, Relaxo, kannst du mal treffen? Ich habe keine Lust, dich auszustallen. Moment. Ich kann nur auf meinen Crit hoffen. Plus 2 drin. Sorry, dass ich ein paar Mal vorspulen muss. Das tut mir auch wirklich leid. Beim nächsten Part haben wir es ein bisschen leichter. Ich werde oft gegen die Pokémon heilen. Und endlich ist er weg. Ja. Ja, nachdem du mich aber auch genervt hast. So, wir gehen schon mal rein und ich werde den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen, obwohl ich angepisst war. Und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, Dala. Nach einer Ewigkeit und etlichen Pokémon-Verlust konnte Schluckwecht geschlagen werden. Sorry für den kleinen Audio-Cut, für den kompletten Cut. Aber das wollte ich euch einfach nicht antun. Dann müssen wir nicht nach dem Part sowieso Taubos wiederholen, weil ich mache nach dem Part erstmal groß heile. Und dann im nächsten Part, wenn ich nach dem Kampf werde ich den Part beenden und im nächsten Kampf werden wir dann die anderen von den Top-Vieren angreifen. Satsinia war jetzt Kanonenfutter. Für Absol. Weil das nämlich in der Zwischenzeit dann auch gefallen, leider. Und da fliegen gestabbt ist und das weh tut. That's gonna hurt. Wenigstens kann ich die Gelegenheit nutzen, um Absol wiederzuholen. Weil wenn das runterkommt, kann Reaxus nämlich gleich mit einer Stärke abschießen. Deswegen die Macht der Stärke. Vor allem, wenn sie gesteppt ist. Deswegen hole ich erstmal Absol in komplett vollem HP-Zustand wieder. Schankedön.
Ja, Scooter hat eine 3v2. Botlaner kennen und hassen diesen Trick. Oh, Mott. Du hast mir Ärger eingebracht in dem Part. Und jetzt stirb! Du blöde Riesenmotte. Und auf dass die Motte nicht mehr wiederkommt. 129 HP. Ja, und das ging ein Slimer, was Angeberei kann. Nur noch eins. Ja, schön für dich. Bäh, Komprimator. Und jetzt wertet es auch noch ab. Ich habe keine Lust, das zu skippen. Nicht schon wieder. Ja, Komprimator, Angeberei, wir kennen den Trick. Luluwe. Jungler hassen diesen Trick. Alter, Relaxo, kannst du mal treffen? Ich habe keine Lust, dich auszustallen. Moment. Ich kann nur auf meinen Crit hoffen. Epis 2 drin. Sorry, dass ich ein paar Mal vorspulen muss. Das tut mir auch wirklich leid. Beim nächsten Part haben wir es ein bisschen leichter. Ich werde oft gegen die Pokémon heilen. Und endlich ist er weg. Ja. Ja, nachdem du mich aber auch genervt hast. So, wir gehen schon mal rein und ich werde den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen, obwohl ich angepisst war. Und sagt bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.